Der immer schneller werdende Abschied wird durch das Wirtschaftswunder noch beschleunigt. Mitte der 60er Jahre gibt es letztmalig einen Bestand von über 5000 Dampfloks. Horst Troche, zuletzt Chef der Zentralstelle für Werkstättenwesen, hat genaue Zahlen. Bei den Schnellzuglokomotiven waren Ende 65 136 01, 54 01 hoch 10, 120 03 und 26 03 hoch 10. Auch eine Splittergattung eigentlich schon, nicht? Das und S3-Sechstel, also die beiden Zehner noch, S3-Sechstel waren noch vier Stück, also auch schon weg. Die 23er und die P10 mit 49 Stück auch also schon gegen Ende zu. Ne? Im Mai 1965 wurde die letzte 18 hoch 6 im BW Lindau ausgemustert. Zwei Jahre zuvor ist die Welt noch in Ordnung. In Lindau wird 18615 gedreht. Sie gehört zu den 30 Lokomotiven, die einen neuen Kessel erhalten hatten und umfangreich modernisiert worden sind. Der Umbau brachte eine deutliche Leistungssteigerung, die fast an die Baureihe 01 heranreichte. Die S36 war die Königin der Allgäubahn. Und das über 50 Jahre lang. Seit 1960 ist nur noch die 18 hoch 6 unterwegs gewesen. Horst Troche ist als Heizer auf der S36 gefahren und kennt sich mit der Maschine bestens aus. Sie ist zweifelsohne eine gelungene Konstruktion, die allerdings auch ihre Grenzen hat. Mit 120 war sie gut bedient. Schneller fahren war mit der S36, ja gut, das mag jemand gemacht haben, aber sie hat ja ein, wenn Sie davor stehen, ein sehr zierliches Triebwerk. Und sie bedurfte einer sehr pflegerischen Behandlung und einer pflegerischen Fahrweise, damit die Lager nicht kaputt gingen. Sie ist eine Vierzylinder-Verbundmaschine und ich meine, da gibt es natürlich sofort wieder den Streit, wer ist für Zwilling, wer ist für Verbundlokomotive. Ein Streit, der meines Erachtens überflüssig ist, denn die Verbundmaschine ist Dampf- und Kohleverbrauch überlegen einem Zwilling. Das muss man einräumen. Das heißt also, in kohlenfernen Gebieten, wo die Kohle in Tausenden von Tonnen herangeschafft werden muss, das spielt natürlich das eine sehr große Rolle. Mit ihrem Vierzylinder-Verbundtriebwerk war die S36 die wirtschaftlichste Dampflok der DB. Der Gesamtwirkungsgrad lag zwischen 9 bis 10%, also gut 2% mehr als bei den Einheitsloks. Bleiben wir bei bayerischen Lokomotiven. Bis 1966 gab es noch die Baureihe 54 hoch 15 bis 17, eine bayerische G34H. In München-Pasing rangiert 54 1703.
1919 lieferte Maffei in München die ersten dieser Gattung aus. Bis 1923 wurden es 225 Stück. Die meisten verblieben in süddeutschen Bahnbetriebswerken. Das Ende dieser Baureihe kam schnell und in großen Stückzahlen. In langen Reihen warten die letzten G34H in München auf den Schneidbrenner. Auch die Preußen sind Anfang der 60er Jahre gut vertreten. Neben der P8 hält die Baureihe 78 die Preußenfahne hoch. Als diese Szenen in Bayern im Sommer 1963 entstanden, konnten noch über 300 gezählt werden. Hier am Schliersee. Zusteigehalt in Sauerlach. 78489 ist mit einem Personenzug zwischen München und Holzkirchen unterwegs.